So, Teil 2. Leute, es ist ziemlich laut mit so einem Saxophon. In einer Mietwohnung ist das nicht so schön. Und ich wohne in einem alten bergischen Haus und da habe ich jetzt spontan entschieden, dass ich die ersten Übungen mal lieber hier bei uns im Gartenhaus mache. Das Gartenhaus ist zwar auch nicht isoliert, aber es steht so frei und da ist keiner oben drüber oder drunter. Und deshalb probiere ich das Ganze jetzt, diese Sache nur mit diesem S-Bogen spielen. Hier im Gartenhaus, bin mal gespannt, wie das so wird. Und ihr werdet jetzt Zeuge der ersten Töne. Ich hoffe, das klappt. Ich habe mir hier noch so ein Bissstück draufgeklebt. Das war dabei. Und naja, also viel Spaß. Wobei, das ist ja eher so ein bisschen Galgenhumor. Also, es sind jetzt definitiv die ersten Töne, die aus diesem Ding kommen. Ja, also man merkt schon, dass hier so die Gesichtsmuskulatur ist schon ein bisschen angespannt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, es ist anstrengend. Man kann das nicht so ewig lange machen. Also ich glaube, am ersten Tag so 2 Stunden üben ist ein Problem. Und außerdem ist es so schweinelaut. Ich glaube, demnächst wird es auch was, da stecke ich mir irgendwie was in die Ohren, damit das nicht ganz so schlimm ist, zumal die Töne ja auch nicht sehr abwechslungsreich sind. Ich glaube, auch diese Klappe wird hier nichts dran ändern. Wir können das ja mal eben ausprobieren. Wird der Ton auch nur ein bisschen dünner. Das heißt also, ja, ist halt Pech, aber ich bin überhaupt froh, dass da ein Ton rauskommt. Also ich bin richtig glücklich. Hatte ich mir irgendwie schwerer vorgestellt, aber das klappt eigentlich ganz gut. So, jetzt probiere ich mal noch ein bisschen und dann schalte ich euch nachher nochmal dazu. So, die ersten Versuche sind ja gar nicht schlecht, aber ich habe gesehen auf YouTube, dass man das Blättchen hier wechseln sollte, dass man maximal so 3 Minuten damit spielen sollte, damit das nicht zu nass irgendwie wird. Ich wechsle das jetzt einfach mal. Weiß ich gar nicht, wie rum man das hier reinlegt. Wahrscheinlich so rum, oder? Keine Ahnung. Ich lege es hier auf jeden Fall mal rein. So, und jetzt nehmen wir das nächste Mal. Ich habe extra dieses Fünfer-Set gekauft. Und dann machen wir das Ganze genau nach Anleitung. Die sind immer in so einzelnen Dingern hier noch verpackt, damit die nicht kaputt gehen. Aber ich finde das mit der Dose doch nicht so schlecht. Die war ja dabei gewesen. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ja. Ein bisschen feucht machen. Also mit dem Blättchenwechsel habe ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich lege mir das jetzt einfach hier so Pi mal Daumen drauf. So. Halt das hier unten dann fest. Ich hoffe, ich mache das so richtig. So, dann muss man hier aufpassen. Das haben die gesagt, das Ganze ist konisch. Kann man eigentlich nicht verkehrt rum drauf tun. Schiebe ich jetzt hier so drüber. Und zwar ist das bei diesem Yamaha-Stück, ist hier so eine Kerbe drin. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Oder vielleicht doch. Ich halte es irgendwie mal in die Kamera. Vielleicht kann man da irgendwas erkennen und da schiebt man das einfach bis zu dieser Markierung das drauf. So, jetzt muss man das ein bisschen noch ausrichten, dass es einigermaßen gerade ist. Ich hoffe, das habe ich. Wenn nicht, ist es auch nicht ganz so dramatisch so am Anfang, weil der Ton ist ja auch nicht gerade so toll. Ja, bisschen festschrauben, handfestschrauben sollte man das. So, das soll auch nicht überstehen. Tut's auch nicht. So, dann wollen wir direkt mal testen, ob ich es richtig gemacht habe. Ein bisschen feucht machen. Wieder. Ja, scheint richtig zu sein. Ist richtig drauf.
Ich kann euch noch nicht mal sagen, ob der Ton besonders toll ist, aber naja, gut. Spielen wir einfach mal weiter. Ja, ich sperre euch mal wieder aus, Kamera aus, weil das kann ja keinem zumuten. So, die nächste Übung habe ich gesehen. Da macht man kurze Töne. Diese kurzen Töne, die dämpft man mit der Zunge ab. Da geht man hier hinter an das Plättchen und tippt im Prinzip mit der Zunge dagegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Gar nicht so einfach, aber es geht. Da merkt man, wenn der Ton so ein bisschen rauf und runter geht, dass man nicht fest genug hier vorne auf das Bissstück, also mit den Zähnen, dass der Druck da nicht stimmt. Das merkt man aber irgendwie direkt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da schon gleich so ein bisschen Gefühl für kriegt. Da muss man aufpassen, dass man nicht mit den Zähnen zu weit nach hinten kommt oder nach vorne kommt, dann ändert sich auch der Ton. Jetzt läuft schon die Spucke aus dem Essstück raus. Das, was ich so liebe, da muss ich euch mal erzählen. Wir haben hier ich wohne in Wermelskirchen und in Wermelskirchen, da haben wir das New Paradise Orchestra, ist ziemlich bekannt, die machen so Ballroom Jazz und aus den, ich glaube, 20er oder 30er Jahren. Und ich kann mich nur immer daran erinnern, dass diese Tuba, dass da sich so viel Flüssigkeit drin gesammelt hatte. Und ich glaube, der hatte irgendwie so ein Ventil, das hat er unten aufgemacht und dann lief die ganze Suppe immer auf die Bühne. Das fand ich immer so furchtbar eklig. Und ich mir meine Hose angucke, es ist nicht besser mit diesem kleinen Ding. So, weitermachen. Oh, da merkt man ganz klar, da fehlt einem einfach die Kraft wahrscheinlich, um den Ton sauber zu halten. Das sind echt so Sachen, die muss man wirklich anfangs üben, damit das funktioniert. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass man da nicht das ganze Saxophon erstmal für braucht, sondern erstmal nur mit dem S-Bogen das Ganze macht. So, ich habe gelesen, dass die Zähne so etwa in 1 bis 2 Zentimeter Abstand so nach vorne sein sollen. Das scheint hier so zu sein. Ich habe das gerade mal so abgemessen. Also das passt dann auch, dass ich an der richtigen Stelle in dieses Mundstück rein beiße. Wenn die Augen rauskommen, dann weiß man, dass man lang genug gepustet hat und dass einem dann der Atem fehlt. So, ich übe mal weiter. Ich schalte euch noch mal raus.